Heidewitzka, der Lars hier. Willkommen beim Ende von Star Revenge 7.5 Kidausers Return. Und der returnt jetzt gleich, der Kidauser. Den sehen wir jetzt gleich wieder. Ist auch schon eine Weile her, dass wir den zuletzt gesehen hatten. Das war damals bei Star Revenge 4.5. The Kidama Takeover Revritten. Ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen, glaube ich. Das dürfte jetzt auch schon so 2 Jahre her sein. Das ist... Die Zeit vergeht. Und weil die Zeit vergeht, legen wir mal einfach los. Jetzt kommt der Boss Rush. Ich vermute jetzt die alte Steinplatte und die Kugel. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Hatten wir die schon? Es ist weder Steinplatte noch Kugel. Es ist schon wieder Bro, Dude. Ich hatte dich vor 2 Tagen erst... nicht Tagen, Folgen. Final Trials. Ja, machen wir mal. Wieder zurück, wie ich sehe. Du wirst nicht alle 3 von uns hintereinander besiegen. Dir werden die Leben ausgehen und wir werden alles übernehmen. Du kannst uns nicht aufhalten. Lass uns das zu Ende bringen. Bereit? Zeig, was du kannst. Nö. Wollt ihr nicht letztens noch alles zerstören? Und sterben? Ich hab keine Ahnung mehr, was du eigentlich willst. Ich wurde ausgebremst. Irgendwie kommt mir die Strecke bekannt vor. Was soll denn das? Nein! Ich mal. Hatten wir die Strecke nicht schon? Boah, bist du schnell. Oder ich bin einfach scheiße, bin ich gerade. Die Strecke kenne ich. Die hatten wir. Und ich bin scheiße. Das ist die Strecke aus Star Revenge 7. Oh Gott, ich hätte gewonnen. Ich bin so schlecht. Ja, bist du. Siehst du, es ist sinnlos. Am Ende werde ich gewinnen, indem ich Raum und Zeit zerstöre. Diesmal wirst du mich nicht aufhalten. Normal. Besonders bei der Strecke, die ich schon mal hatte. Verlieren ist ein bisschen, naja, peinlich. Ja, es war peinlich. Ich habe da eine dumme Stampfattacke gemacht. Die war dumm. Und ja, ich abgebremst. Das war auch kacke. Ja, ich bin schon viel schneller, wa? Ja, diesmal macht er nämlich nicht fertig. Ja, diesmal hast du verloren. Ich habe gewonnen. Hurra. Hast du es überhaupt versucht? Es ist die gleiche Strecke. Wow, bist du schlecht. Geh nach Hause, bist betrunken. Ich wollte gerade fragen, ob ich jetzt schon wieder verloren hatte. Ob es hier irgendwas Verstecktes gibt? Gab es nicht damals was Verstecktes? Irgendwie auf dem Schloss? Oder kam man da über einen Teleporter hin? Oder einen zweiten Eingang? Da war doch damals was. Der eine Schalter in Star Revenge 7. Glaube ich. Kommst du hier nicht zu mir? Was ist denn da? Da ist doch... Was ist denn da? Das ist auf jeden Fall ein Schatten. Gab es nicht irgendwie einen Weg nach oben?
hießen Leben gewesen. Ja, toll. Verkackt. Ja, es war ein zweiter Eingang. Da war... Irgendwas war damals da. Ja, okay. Ich hätte hier Sterne einsammeln. Haben wir alles. Ist ja auch egal, alles. Ich würde trotzdem gern wissen, wo das hier... Aus welchem Star Revenge diese Strecke jetzt hier ist. Star Revenge 7. Könnte natürlich auch Star Revenge 4, 5 gewesen sein, weil das passen würde wegen Kitauser und so. Dass die aus Star Revenge 7 ist, hättest du dich ruhig mal dran erinnern können. So lange ist das nicht her. Hab keine Ahnung. Merkt man. Ich kann mir nicht jeden Scheiß merken. Billige Ausrede. So, wer folgt denn jetzt? Der Deutsche Wiegler. Time Rock. Das ist der Endkampf aus Star Revenge 7. Das ist genau die gleiche Scheiß-Arena. Kann ich ihn nochmal mit dem gleichen dummen Trick besiegen? Aber, nee, er zerquetscht mich. Mario, du schon wieder. Du wirst uns niemals aufhalten. Jetzt sterbe vor mir und spüre den Schmerz der Niederlage. Da! Stell dich mal richtig hin. Ich mach dich nochmal so platt. Ah, es ist super. Keine Probleme hier. Ah, verdammt. Kitauser wird den Job beenden. Ich bin erstmal fertig. Nimm diesen Stern. Eines Tages werde ich meine Rache bekommen. Eines Tages werde ich mich rächen. Dann werde ich Mario die Knochen brechen. Es war wie damals. Und damals war das sehr schön, ihn zu besiegen. Und nun? Kommt jetzt schon Kitauser? Ich hätte das letzte Folge noch machen können, oder? Hi. Lang nie gesehen. Blab. Lang nicht geblabt. Wie geblabt von dir mich, den großen Kitauser zu blaben. Ich werde über alles blaben. Kein Blab kann mich aufhalten. Nicht einmal du, Blab. Ich hab das letzte Blab nicht vergessen, als du mich geblabt hast. Meine Kidama-Armee wird dieses Blab für immer blaben. Nun stirb, Blabio. Hat der damals schon einen Sprachfehler gehabt? Ich hab verkackt. Muss ja sagen, ich mag Bowser-Kämpfe nicht. Ich find sie langweilig. Und die machen keinen Spaß. Und deswegen werde ich wahrscheinlich letztendlich dann Safe States nutzen. Aber ich werde erstmal kurz so versuchen, irgendwie zumindest einmal ihn da in eine Bombe reinzuwerfen. Warum bist du? Ich hab gedrückt, er hat nicht losgelassen. Ich wusste es. Du willst es nicht verkacken und er verkackst es. In der Ecke ist da Gedöns. Und das Gedöns ist unschön. Will mich verbrennen. Okay, bin ich tot. Ich hab ja Leben und so und letztendlich dann halt Safe States. Kann ich immer nur nutzen.
Bowser-Kämpfe machen mir überhaupt keinen Spaß. Das ist der absolut schwächste Teil bei Mario 64. So. Einmal versuche ich ihn da zu treffen, mindestens. Na, ah, Menno, ey. Ich kann das nicht. Auch ein Grund, warum ich Bowser-Kämpfe nicht mag. Du bist ein bisschen zu weit gegangen. Du bist zu weit gegangen! Dumme Wortwitze hier. Hätte nicht deine Bombe sein können, so eine Scheiße. Du hast dich mir ausgeliefert. Dass mich das Ding da nicht trifft. Ja, einmal getroffen, schön. Ja, komm ran hier. Komm ran, du matschiger Penner. Er ist keine Schönheit. Er ist absolut keine Schönheit, aber doch noch reingetrunken. So, jetzt komme ich da. Menno! Okay. Macht keinen Spaß. Ich mache jetzt Safe States nutzen. Ist mir egal, was ihr denkt. Ist es nicht. Ich mache das hier, um Spaß zu haben. Sachen können ja gern schwer sein. Und herausfordernd. Aber langweilig dürfen sie nicht sein. Mann, komm her. Ich gebe mir gerade überhaupt keine Mühe. Du gehst mir auf den Sack. Mann, ey. Warum war der so langsam? So scheiße. Einmal. Jetzt versuche ich doch hier ohne Safe State den Scheiß zu machen. Ach Menno, wo kam die Flamme her?
Einmal getroffen. Fuck. Dann nächste Bombe. Der ist so langsam. Nimm ihn in der Hand! So, damit ich den Dentar treffe. Schneller! Der kommt mir so langsam vor. So, eigentlich noch legitim besiegt. Hast du fein gemacht. Blab, schon wieder verloren. Wie hast du so viele Sterne bekommen? Ich hab das Gefühl, dass Cooper mich verraten hat. Nun, meine Zeit ist vorbei. Das Kedama-Königreich wird wieder auferstehen. Wir werden eines Tages unsere Festung errichten und du wirst uns nicht besiegen. Bis dahin, man sieht sich. Kehre in deine Zeit zurück, bevor es zu spät ist. Blab. Ja, bla. Das war's. Das war Star Revenge 7.5 Kidausas Return. Ein Super Mario 64 Hack vom guten Bro Dude. Schön. Und dann kommt als nächstes Star Revenge 8. Kommt der nochmal, Kidausa, oder was? Ich weiß es nicht. Muss ja sagen, der Bowser-Kampf hat mir jetzt ein bisschen die Freude rausgenommen. Ich mag die überhaupt nicht. Ich mag die einfach nicht. Bowser-Kämpfe sind scheiße langweilig. Also zumindest hier bei Super Mario 64. Und die Arena war auch jetzt langweilig. Bei Star Revenge 4.5 gab es eine schönere Arena. Aber Star Revenge 4.5 war ja auch ein Remake von Star Revenge 4. Und damit halt neuer als Star Revenge 7.5. Na, ihr beiden. Die Prinzessin fehlt. Ist nun Glitzern da. Brauch auch keine Prinzessin. Wer braucht schon eine Prinzessin? Ich nicht. Schön. Lava zu Ende. Bitteschön. Habe ich doch gerne gemacht. Mal wieder. Zum, keine Ahnung. 10. Mal, 11. Mal, 12. Mal, 13. Mal. Ich weiß es nicht. Ich habe nie mitgezählt. Zum 15. Mal. Und da bleibst du jetzt hängen, oder was? Nö. Ja, das war Star Revenge 7.5. War halt wie immer solide. Ist halt Brodut-Gedöns. Brodut macht solide Sachen. Muss man ja sagen. Nur, dass der Anfang halt nervig war mit den erstmal mit den ganzen Fähigkeiten erstmal einsammeln, damit man was kann. Jetzt bin ich gestorben. Jetzt, ah ja. Ja, der alte Bug, den kennt man ja. Der ist ja alt. Ist ein alter Bug. Aua. Hast mir wehgetan! Ja, denn bleibt mir ja nur noch zu sagen, eigentlich, bis zum nächsten Mal, denn bei Star Revenge 8, Scepter of Hope, mit mir den Lars.
Jetzt ist erstmal Silvester. Oder es wird Silvester gewesen sein, wenn das Video öffentlich gegangen ist. Silvester stinkt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Oder ich wünsche euch, dass ihr einen guten Rutsch gehabt, tut. Man sieht sich. Euer Lars. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüssili. Au revoir. Ding Dong Day.